Drei Chinesen in Kontrabass! Kontrabass! Was versteht ihr unter dem Begriff kulturelle Aneignung? Kennt ihr das Wort? Darunter versteht man eben, dass man quasi Kostüme oder Frisuren oder Klamotten aus anderen Kulturen einfach nachmacht als quasi weiße privilegierte Person und den somit quasi, also deren Kultur ins Lächerliche auch so ein bisschen zieht. Das ist auch immer wieder Thema, weil viele es immer noch nicht verstanden haben, dass man sich nicht als eine Ethnie verkleidet. Also Maus und Tiere finde ich nicht schlimm, aber ich verkleide mich nicht als Mexikaner oder sowas. Ich finde es bescheuert. Also ja, man kann sich auch hier darüber beschweren, aber ja, es ist mir eine relativ egal. Ich habe mir da schon mal Gedanken drüber gemacht, aber ja, keine Ahnung. Man ist halt, was man ist, ne? Was man hat, so, ne? Also ich glaube, ich finde es schon okay, wenn die irgendwie einen Poncho und einen Hut oder so aufhaben, solange sich davon niemand auf den Schlips getreten fühlt, ist für mich fein. Hola, ey, compadre! Amerika. Oh, viva Amerika. Sí. Bei manchen Kostümen, wenn es zu arg doll ist, dann finde ich es nicht gut. Aber wenn es nur so ein bisschen ist, irgendwie, dann finde ich es nicht allzu schlimm. Ich denke nicht. Das ist ja jetzt nicht offensiv gedacht. Das ist auch ausgeliehen von einem Freund, der ist selber mexikanischer Herkunft, also Latino. Und ich dachte, wäre jetzt ganz lustig, das ist nicht allzu viel. Also ich trage ja selber eins. Ich würde sagen, es ist okay. Also ich verstehe, wenn man es als schlimm ansieht, aber an Karneval ist es halt einfach nur lustig, da macht sich keiner über irgendwas lustig, das ist einfach nur. Also man kann ja auch nicht wirklich andere Kostüme bekommen, es sind ja meistens Stereotyp-Kostüme, die es dann gibt, wie ein Cowboy oder ein Pirat sowas oder halt das hier. Es kommt ein bisschen drauf an, in welchem Kontext. Also Karneval ist natürlich immer etwas überspitzt, aber man sollte halt schon drauf schauen, dass man keine Grenzen überschreitet und es gibt genug Kostüme, die einfach für jeden passen. Ja, Stereotypen darauf zu reduzieren, ist natürlich falsch. Ich meine, mir ist bewusst, dass niemand so rumläuft. Mir ist bewusst, dass in Deutschland nicht jeder immer nur Kartoffeln und Sauerkraut isst. Ja, das ist mir auch bewusst, dass nicht jeder Russe Putin unterstützt. So. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir ziemlich wurscht, weil auch das hat eine Tradition, als Cowboy oder als Indianer zu gehen. Da macht sich natürlich keiner Gedanken drüber, großartig, das ist richtig. Aber an der Stelle finde ich diese Diskussionen manchmal sehr übertrieben. Das ist so ein Thema für sich, würde ich sagen. Ich denke, der Karneval ist seit Jahrzehnten und auch seit Jahrhunderten gefeiert worden. Und immer aus Spaß, immer einen jeckischen Hintergrund dahinter zu haben. Und ich finde, da spielt kulturelle Aneignung in so einem Rahmen des multikulturellen Festes auch überhaupt keine Rolle. Ja. Tatsächlich achte ich auch mit darauf, aber Karneval ist so ein Ding, wo ich denke, jeder kann machen, was er gerne möchte. Ich finde es eine Ausrede. Also klar, Karneval ist Tradition, ist Kultur und hat auch bringt auch ganz viele Leute zusammen. Aber es heißt halt nicht, dass du dich für eine andere Ethnie ausgeben musst deswegen. Ich finde auch, der Ursprung von Karneval ist ja, dass man sich lustig macht, aber nicht über Kulturen, sondern über alltägliche Dinge oder halt Geister vertreiben. Aber das macht man ja nicht, indem man sich als eine andere Kultur ausgibt, deswegen. Ich finde es nicht, weil es ist einfach ganz normal. So Karneval darf man alles verkleiden. Darf man sich als Donald Trump verkleiden, ist scheißegal. Also ich verstehe erstmal, was er meint. Aber wenn ich mich jetzt, also wenn jetzt jemand, der nicht deutsch ist, sich als Deutscher verkleiden würde, würde ich mir denken, okay, der will mich verarschen. Also würde ich als Chinese denken, wenn sich jemand als Chinese verkleidet, okay, ich komme mir jetzt dumm vor. Also ich verstehe ihn, aber ich verstehe auch die Leute, die sich diskriminiert fühlen. Ich sehe das gar nicht so schwarz-weiß. Ich glaube, wenn sie das unbedingt machen wollen, dann bitte. Ich glaube, es veraltet inzwischen einfach. Denn weil sich jetzt die Person als Pirat oder als Geisha oder irgendwas verkleidet. Ich glaube, so langsam ist es halt nicht mehr modern, weil es kulturelle Aneignung ist. Gleichzeitig, finde ich, soll es in der Kunst erlaubt sein, irgendwie sich auch in andere Leute reinzudenken. Das so komplett rauszunehmen, finde ich gar nicht so gut. Gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen gut, da ein bisschen sensitiver zu sein. Dadurch, dass ich halt irgendwie mit einem asiatischen Hintergrund groß geworden bin und das von klein auch so kenne, dass sich halt viele Leute auch darüber lustig machen, ist es für mich nicht allzu schlimm, weil ich habe irgendwie gelernt, das an mir abprallen zu lassen. Also wenn sich jetzt jemand irgendwie, weiß ich nicht, mit traditionell chinesischer Kleidung hier zeigen würde, hätte ich damit jetzt nicht so das Problem. Wir kommen
bin aus China. Aus Ederen. China. Also ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich meine, es geht gar nicht. Am Ende des Tages sind es Kulturen und Traditionen, die damit einfach in den Dreck getreten werden, wenn man sich als eine Ethnie ausgibt, die einfach wirklich von Kultur und Traditionen halt spricht. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall nicht für. Und was ist für euch das Besondere am Karneval? Hauptsache Spaß haben. Was ist dieser Karneval?